Hallo, herzlich willkommen zu einem Video. Es ist Neues auf der Kante Clan Show für den Fabi. Und hoffentlich hört man jetzt Fabi in meiner Folge, weil sonst hat man ihn irgendwie immer nie verstanden. Ja, dann. Was man könnte auch daran liegen, dass ich irgendwie leiser spreche in den Folgen als sonst immer. Vielleicht auch nicht, aber ja, keine Ahnung. Macht mehr Aussehen. Den Dreh nach Hause fahren. Oh. Du musst heute Stadtwerk 2 noch abholen. Stadtwerk noch abholen. Ja, auf dem Feld. Okay. Ja, das stimmt, du ziehst ja nie mit Drescher mit. Manchmal schon, aber ich habe irgendwie gerade schon Lust. Wer blockiert denn auch schon wieder die Straße? Keiner blockiert die Straße. Ich hol grad Wasser, fahre danach mit dem Fan mit der Seemaschine los und geb dem Fiat aber den Wasseranhänger. Achso. Deshalb kuppel ich hier gerade um. So. Junge, ich bin jetzt schon bei einem halben Gigabyte. Oh, beschwer dich mal nicht, ich bin schon bei 1,7. Okay, dann sag ich nichts. Also die größte Folge beim letzten Mal hatte ja nur, ich glaube, 25 Gigabyte. 4. Hä? 4 Gigabyte, hatte mal. Na nix. Das wünschte ich gerne, hätte ich. Ich hab jetzt 2,1. Ich weiß noch, ein YouTuber hat gesagt, wenn derjenige den ganzen Tag filmen würde, wäre das so ungefähr 60 Gigabyte. Oh, das hat Fabi innerhalb von drei. Das habe ich innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde. Echt so. Der Fiat dreht gerade auf 3.500. Das finde ich so komisch. Wenn du den umschreibst, musst du die Drehzahl erhöhen, dass der auf 3.500 dreht. Aber Hauptsache der 1000 Vario dreht auf 2.260. Okay. Ey, meine Reifen werden voll grün. Ja. Mann, grüne Reifen. Da bin ich jetzt eine Weile beschäftigt. Ich habe 3 Folgen gebraucht für alle anderen Sachen. Für eine Sache. Hä? Für eine Sache, Fabi. Ich hab 3 Folgen gebraucht für das große Feld. Für die Wiese, du. Und die ganz Westen. Ja. Du sagst für alle Sachen, du hast nur eine Sache gepflügt. Ich habe oben auch noch gepflügt. Das war's auch nicht du, das war der Helfer bin. Nein. Oben, das kann der Helfer gar nicht pflügen, weil da gerade mal ein Feld erstellt wurde. Ja, das war nicht viel. Insgesamt 4 Folgen, glaube ich, gebraucht dann. Ja gut, nicht viel, aber eine Ecke war schon. Die ist genauso groß wie die Ecke, die du jetzt pflügst. Ich weiß nicht wieso, aber am liebsten würde ich jetzt eine Kreisecke holen und die 3 Meter Seemaschine hinten, dann würde ich das hier gerne so einsehen. Sobald ich das Ding dann habe, will ich es nicht mehr. Das ist ja jetzt so. Also ich fahre wahrscheinlich maximal 4 Bahnen, aber. Du müsstest es hier ohne der Großen machen. Ich bin schon fast fertig. Achso, das ist immer. Ja, mit der Größe, das sind ja nur, keine Ahnung. Bahn 6, na gut, das ist ein bisschen weniger, aber. 10 Bahnen, maximal. Da kann ich direkt hochfahren auf. Ne, warte, ich kann dann eigentlich hier auf dein Feld fahren. Ich bin fertig, bin dann schon.
klaue ich ja eher weniger. Das Problem. In Perspektive fahren ist halt geil. Mhm. Problem ist nur, du siehst dann nicht, was du hinten machst. Dann ist es ziemlich langweilig. Deshalb mache ich das irgendwie dann so, dass ich trotzdem in der Außenperspektive fahre. Kann halt in Perspektive fahren, aber ja. Ist halt. Er ist einfach so, du siehst dann nicht. Ja. Oh, Mist. Du müsstest jetzt eigentlich immer noch ein Projekt machen auf der Mecklenburg. Ich? Ja, meinst du ja so aus Spaß, dass du ein Projekt machen könntest auf der Mecklenburg? Pfff. Sag mal so, ich habe für das kleine Feld ein Dreiviertelstunde gebraucht, ungefähr zum Dreschen. Mhm. Nur mal so als größten Angabe, ne? Hä? Ah, trotzdem voll geil eigentlich. Mecklenburg. Mhm. Schon mit CP. Für CP ist das natürlich eine schöne Karte, ja. Vor allem die ist schön mit runden Feldern, da fühlt CP sich richtig wohl. Also wenn du ein CP-Projekt machen willst, dann ist die Karte echt geeignet. Das ist so, weil ich hab schon oft richtig Bock auf CP. Richtig viel mit CP zu machen. Hab ich aber auch. Aber mit kleinen Maps wie der, wie hier die Map, Junge. Fährst ja mehr ein als wie das, Ja. Weil dann passt da eine Ecke nicht, weil der zu weit ausholt, dann passt da eine Ecke nicht. Ist ja mehr am neu einfangen, als wie das der sinnvoll was machen tut. Mhm. Oder? Ja. Wäre halt schön, wenn CP funktionierend im Multiplayer wäre. Hat er lang gehalten, weil er am NF Marsch Livestream. Ich hab das danach nochmal gemacht, also auf der NF Marsch funktioniert's gar nicht. Das funktioniert nur auf der Felsbrunne im Multiplayer. Okay. Insofern es da überhaupt noch funktioniert, weil beim ersten Mal habe ich da getestet, da gab's nur die Standardfehler, die es halt auch im Singleplayer gibt. Weil da hast du ja zum Beispiel diesen Fehler, dass die Trigger alle weg sind von den Fahrzeugen. Ein Verkehrsfehler da, ne? Das war der, ja. Aber sonst gab es da eigentlich keinen Fehler. Und Kurse erstellen, so ist alles fehlerfrei. Der fährt den ab, alles. Mhm. Kein Problem. Ich denke, das funktioniert schon im Multiplayer, aber halt nur auf der Standardkarte. Bis jetzt. Aber ich meine, ist ja auch nur eine Beta. Aber im 7. der für den Multiplayer auf Mod Hub, der war ja auch eigentlich. Außer dass da wenigstens die Verkehrstrigger funktioniert haben, war der eigentlich ja auch verpackt. Nein, was auf die Idee? Ja, keine Ahnung. Kann ich ja eigentlich gleich auch noch direkt kalken. Ach, schade. Ich hab gedacht, die kann ich direkt kalken. Kannst auch noch Schadwachs holen. Quack, Vollfahrt. Nee, ich kann oben noch sehen, ich kann dein Feld noch sehen. Wie viele Bahnen hast du noch? Weiß ich nicht. Dann noch viel. Ja. Also viel nicht, aber geht noch. Geht dann. Hier sieht das viel aus. Deswegen. Sieht das wenig aus. Ja. Bis gleich. So, sind wir zurück. Servus. Was? Servus. Achso. Weil wir wieder zurück sind. So. La 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 la.
Mal mit dem Grubber ankuppeln. Kommt sie weg, den Kasten. So. Der Grubber wiegt doch nichts. Der fällt zwar ohne Grubber nur 7,8 und wiegt jetzt mit Grubber 21,1, aber naja, der Grubber wiegt. Irgendwie das Gefühl, der Gruber wie 14, 21. Oh. Er ist in der Bei. Mathe. Der Gruber wie 13 Tonnen. Junge, ich hasse diese Stelle. Oh. Aber ich diese Stelle flüge. Hängt. Da bin ich aber rausgeflogen. Dann. Die Stelle nicht. Zeig mal hier, zeig mal her. Schon. Ja, nee, ja, genau. So. Wo bist denn du? Du bist da. Ja, Renntraktor. Runzeln, damit man mich auch sieht. Gut. Was? Was ist mit deinem Renntraktor oder den Schalthang auf? Nee. So. Für Wasser auf. So. Insofern der Trigger den Wasserwagen gekämpft. Der Beta hat schon 4,8 Stunden drauf. Ja, kommt wahrscheinlich alles vom Flügen. Nicht alles. Aber teilweise. Ja. Hältst du davon, wenn du Wasser in EBC-Tanks lagern? mir egal. Weißt du, was das ist? Ja. Hoffen wir nicht. Was? Nee, nee, dafür wirst du mich hassen. Ich würde gerade sagen, sie kaufen dann direkt den großen stationären Tank und fahren das dann nur mit IBC-Tanks hin und her. Nein, Wäre eigentlich Adventure. voll die geile Idee. Wie wir denn hier für 17.000. 17.000, 8.000 kostet der feste Tank, 500 der Haken und 100 so ein IBC-Tank. LOL. Hello. Ja gut, war halt auch ein bisschen aufwendiger dann mit IBC-Tanks, ne? No. Aber ich meine, mit IBC-Tanks dann den Tank füllen. Was kostet denn der Tank? Was? Dann würden wir 7.500 Liter Fass bekommen. Wenn wir das hier jetzt verkaufen würden, würden wir 7.500 Liter Fass, einen großen Standlagertank und IBC-Container bekommen. Und die jetzt, wenn wir einfach mal sparen würden. Damit würdest du sogar noch Gewinn machen, ne? Also, Thema Junge. Sparen. Das ist schon sparsam aus sich, ja. Also 10.000 Euro würden wir mit plus machen. So ungefähr. Denn 10.000? So viel würde man nicht mal von dem Wasserfass bekommen. Hey, wir kriegen 17.000 für das Wasserfass. Was soll wir haben das Wasser schon.
Dafür kriegen wir 17.000 Euro. Der TAN kostet 8,5, glaube ich. Die IBC-Tanks kosten 100. Der Haken für den Telelader kostet Hä, 500. was für ein Tank denn? Das ist, warte. Da ist der UST 30.000. 8.600 Euro. Bei Und LSFM Universal-Tanktank. ja. Saarland ist das noch. Ja, da Ja. ist der SCU, also der ST da. Der würde 8,5, also 8.600 kosten. Dann bräuchte noch den Telelader-Haken. Zwei IBC-Tanks, damit du vielleicht was hin und her fahren kannst. Dann wärst du knapp bei 10.000 Euro. Ja, die ganze Zeit ist mit den IBC-Tanks sind her zum Kutschieren. Muss den Tank eigentlich nur einmal auffüllen. Dann hast du ja 30.000 Liter auf Lager erstmal. Ja, oder sowas wie Müll oder sowas. Ja, Milch kannst du auch mit den IBC-Tanks füllen. Ja, oh Junge. Ist aber auch Klischee. eigentlich voll geil, Milch damit so einen IBC-Tank zu fahren. Da müsstest du nicht immer zweimal fahren, vor allem. Bist du dumm? Doch, du brauchst ja dann trotzdem Ich Milch. sage, das ist nicht, wenn es dir gefallen hat, das in Deutschland schaut, auf jeden Fall war. Wir sehen uns bei der nächsten Mal. Schönen Tag noch. Ciao.